Neuntklässlerinnen auf fremdem Terrain. Sie dürfen ausprobieren, wie bei der Stadt Augsburg die Mülltonnen geleert werden. Bei der Müllabfuhr, Straßenreinigung oder in Kfz-Werkstätten zu arbeiten, das ist oft erst einmal nicht der typische Berufswunsch von jungen Mädchen. Friseurin wollte ich früher werden. Es ist nach wie vor so, dass Berufswahl sehr geschlechtsspezifisch gewählt wird. Also Mädchen sind in der Technik zu wenig zu finden und Jungs im sozialen Bereich. Das sind immer noch ganz tiefe Rollenmuster, die gerade bei der Berufswahl greifen. Doch vielleicht gehen diese Mädchen ja mit neuem Berufswunsch nach Hause. Sie dürfen beim Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Augsburg hinter die Kulissen blicken. Und auch wenn nicht jede gleich überzeugt ist von den technischen Ausbildungsberufen, sind die Schülerinnen mit Interesse dabei. Also wir haben vorhin die Achsen eingestellt, dass die alle gerade stehen. Es war jetzt halt mal interessant, das anzuschauen. Die haben uns auch gut erklärt, was sie gerade machen und wie das funktioniert. Nicht mehr überzeugt werden muss Julia Reiter. Sie ist eine der wenigen Frauen in technischen Berufen bei der Stadt Augsburg. Obwohl die Auszubildende zur Kfz-Mechatronikerin einsam unter Männern arbeitet, fühlt sie sich hier wohl. Am Job mag sie vor allem die Abwechslung. Den Mädchen gibt sie mit, dass auch Zupacken wichtig ist. Dass sie einfach auch mit dem Dreck umgehen können, weil man hat doch eigentlich immer dreckige Hände. Es gibt keine saubere Arbeit bei uns. Ob es jetzt Reifen oder Bremsen, hat immer dreckige Finger. Also mit sowas muss man umgehen können. Nicht jedes Mädchen wäre hier bei der Stadtreinigung oder der Abfallwirtschaft gut aufgehoben. Schließlich gehört auch eine Portion Mut dazu. Doch bei der Stadt Augsburg ist der Anfang mittlerweile gemacht. Das ist zum Beispiel die Vermessungstechnikerin im Geodatenamt. Das ist die Veranstaltungstechnikerin beim Theater Augsburg. Das sind wirklich Pionierinnen. Und so ist es gut, dass die Schülerinnen beim Girls' Day ganz zwanglos alles ausprobieren können. Und dabei unter Umständen merken, dass sie sich auch beim Reifenwechsel geschickt anstellen.